Also ich habe ja gehört, sie soll nicht flach, sondern tief soll sie sein. Sehr tief. Das Flache. Es geht ungemein ins Tiefe bei den Flachen. Die richtige Erde. Hier sind sie, die Jungs. Live sind sie. Die von den Flachen. Die richtigen Jungs. Die da, wo der Südpol außen rum geht. Das ist nämlich super. Ein Glück, die sind da, die Jungs, Alter. Und haben es erkannt. Es war nämlich wichtig, dass die Jungs von den Flachen das erkannt haben. So ein Betrug von der Wissenschaft gewesen. Ich bin ja dafür, dass es geklärt wird. Ich bin dafür, dass es aufgeklärt wird. Ja, ich auch. Weil sie ist schon zu flach. Das kann man beanstanden, die Flache. Jetzt ist aus, meine Herren. Jetzt ist aus. Ein Glück. Der hat richtig Ahnung. Der Chef von der Flachen. Der sieht es vielleicht ein, dass die am längeren Hebel sitzen. Kann ja auch sein. Jeder soll da selbst die Entscheidung treffen. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, Alter. Eine sehr gestreckte Erde. Ich bin auch dafür, meine Herren. Bin ich rausgekommen. Wenn wir alle noch auf der Kugel. Das kann nicht sein. Eine flache Erde. Die so flach ist. Dass er schon wieder nicht genau weiß, wie flach sie sein kann. Bei ihm. Vielleicht auch eine der flachesten. Das ist Tony Mahoney, ein Flacherdler, einer von der flachen, von der gestreckten, tiefen Erde, da die flache, die Globuslüge. Naja, zur Welt ist es zu so, jetzt nicht mehr, dass wir das Spiel hier gespielt haben. Das ist Tony Mahoney, einer der flachesten Händler. Bei der Durchsetzung ihrer Ziele und ihrer Pläne. Er weiß richtig Bescheid. Ich gebe das mal kurz rein. Der hat Ahnung von einer flachen Erde. Okay. Also das Video habe ich da nebenbei eingeblendet, da was du dann. Das ist ein Flachädler. Ja, genau. Mit seinem Vater. Weil dann brauche ich das nicht freigeben. Mhm. Nein, das lassen wir noch laufen, kurz, bis wir sie frei nebeneinander sind. Ja. Mit beiden geht's nicht. Ein gefürchteter Flachädler. Das ist die Sonne der flachen Erde. Fini. Das sind die Flacherdler-Tiere. So, jetzt Toni. Ich verlasse mich auf dich. Ja, siehst du. Weil die flache Erde, die ist bei ihm nicht flach. Ich habe halt gesehen, dass dieser Artikel sehr, sehr komprimiert ist und dass das sehr, sehr viele interessante Zitate auch Toni, ein Glück, du hast es erkannt. War zu flach die Erde, das kann man auch beanstanden. Und das lassen wir nicht durchgehen.
dass diese ganze Geschichte komplett. Wenn sie flach ist, dann ist sie flach. Und nicht tief. Und Titikari war vorgesehen, eben das Grab. Und Toni meint. Zu werden. Und es wird halt auch. Sie sei doch nicht so flach. Dass der Kapitän, der 26 Jahre als ein Ed Modell schlicht und einfach da mit 22 ein paar Minuten Lücken hat, ist halt Kugel, das sind nur mal die Zurückgebliebenen von Toni. Nein, der hat richtig Ahnung, der weiß über alles Bescheid. Über die Flache. Schade, Toni, dass die hier keine Freunde werden. Was? Die Flachädler. Sonntags immer live. Die Flache, wer das mal erkannt hat, für den gibt es nur noch was Flaches. Bei Toni kommt da auf jeden Fall immer weiter, löst alle Probleme bei der Flachen. Das bedeutet, dass die keine Künstler sind, ja? Also es können Politiker sein, die auch Jesuiten sind, ja? Weiß auch, das ist Betrug. Und das wurde erkannt von Mahonis. Von den Tom Mahonis aus Neuruppin. Ne? Von so ein kleines Flachädchen. Und die Fini kommt auch oft von einer flachen Erde. Das ist ein Flachädchen. Der weiß über alles Bescheid, Alter. Ich sag mal, Diener eines Herren, in dem, was sie gelernt haben oder in dem, was sie sind, ja, viele, ich denke auch, dass viele Künstler und Musiker eben solche Jesuiten des kurzen Gewandes sind. Und kein Mensch weiß es. Der weiß, das ist so krass, Alter, was der alles weiß, Alter. Vom kurzen Gewand. Das sind die ganz schlimmen. Von den Maunis. Aus Neuruppin. Aus Novosibirsk. Das ist immer sehr, sehr gefährlich. Bei den Maunis. Sehr wichtig. Also so eine neue Enthüllung von den Mahonis. Von den Tonys. Von den Mahonis. Aus Bangladesch. Seine Leiche wurde dann gefunden später im Wasser. Mit seinem Bruder. Und sein Bruder Ernst Mahoni. Eine gute Nacht wünschen Sie, die Mahonis. Ernst und Toni Mahoni aus Wernigerode. Du, jetzt esse ich alles auf, was du hast da. Jetzt esse ich hier alles auf. Das esse ich auch auf jetzt hier. Guck mal, wie du hier rumsaust. Das ist doch nicht normal. Sollen wir die Mahonis noch essen? Das würden die Mahonis nicht wegschmeißen. Ja. Euch geht's nämlich zu gut auf der Kugel hier. Ernst und Tim Mahoni, die würden, weiß ich nicht, sich da reinlegen. Von den Mahonis.